Hallöchen, meine Freunde! Mein Name ist Thomas Geddon und willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker, wo wir in der letzten Folge hier im Level nicht alle Blöcke zerstört haben. Aber ich würde sagen, wir regeln das einfach mal ganz schnell. Wird ja kein Problem sein, hoffe ich mal zumindest. Ja, mir haben einige in die Kommentare geschrieben, dass sie das Level echt cool fanden. Muss ich auch sagen, so der Retro-Look ist echt nicht von schlechten Eltern, muss ich mal so sagen. War auf jeden Fall schon eine geniale Idee, aber die Frage ist jetzt natürlich, welche Blöcke müssen wir genau zerstören? Die braunen und die grauen oder nur eine Art von den beiden? Das ist die große Frage. Aber ich denke mal, irgendwie packen wir das schon. Im Übrigen wird Donnerstag keine Captain Toad Treasure Tracker Folge kommen. Ja, Donnerstag sage ich schon, Freitag, aber ihr werdet dann den Grund sehen. Ah, kacke, das wird extrem lustig, kann ich nur mal so sagen. Okay, runter. Waren das alle Blöcke? Nein, pui. Alle putt, sehr nice. Okay, wo wir jetzt auch drauf aufpassen müssten, ah Gott, sind natürlich hier die Kugeln, da wir klein sind. So, da oben sind noch ein paar Blöcke, also ein paar müssen wir auf jeden Fall noch erledigen, aber normalerweise müsste das machbar sein. Ich meine, wir hatten schon schwierigere Aufgaben hier im Level, oder? Eigentlich schon. Und das Gamepad sieht mein Sprechen mal wieder als Pusten an. Cool. Liebes Gamepadchen, also so stark, huste ich auch nicht beim Reden, oder? Eigentlich nicht. Aufpassen, ich meine, irgendwo waren hier wieder ein paar Pünktchen, oder? Da sind auch Blöcke, die grauen. Ich weiß aber nicht, ob man die wirklich zerstören muss. Ich habe null Ahnung. Egal, wir holen uns am besten mal die Spitzhacke und schauen mal, ob wir eventuell sogar noch die grauen mitnehmen können. So, wir warten, bis das Ding weg ist. Und 10. Lauf. Gott. Nicht, dass sie jetzt noch mitzählen. Das wäre extrem asozial von dem Level. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Da war keine Spitzhacke drin, oder? Wenn wir wirklich noch die Grauen zerstören müssen, das wäre für Nintendo-Verhältnisse extrem schwierig mal. Komm schon, Baby, komm schon. Hey, bitte mussten wir die nicht zerstört haben, bitte. Bitte. Verdammt aber auch. Natürlich müssen wir die auch noch zerstören. Ich würde sagen, das cutte ich mal weg, denn 6 Milliarden Mal will man ein Level nicht sehen. So, normalerweise müsste ich jetzt alle Blöcke zerstört haben. Oder, liebes Spielchen, ich habe alle Blöcke, die ich überhaupt gesehen habe, zerstört. Wehe, da ist ein Block übrig geblieben. Und wir haben es geschafft. Perfekt. Das heißt, wir können direkt ins nächste Level hineintauchen. Planete Drehscheiben. Ich kann mir schon einigermaßen vorstellen, warum das Level Planete Drehscheiben heißt. Aber wir lassen uns mal am besten überraschen und ich kann mir schon vorstellen, jupp, da ist schon der erste Kristall. Kein Problem. Ich meine, für einen Superdetektiven wie mir, null Problemo. Okay, der nächste Kristall dürfte irgendwo hier stecken, oder? Würde ich mal so stark vermuten. Könnte natürlich auch eine falsche Vermutung sein, aber hey. Ein Versuch. What? Hä? Warum ist hier ein Loch? Nein, andere Richtung. Moment mal. Ach so, nice. Habt ihr... Ah, da ist ein Kristall, okay. Bei der Mitte. Merke ich mir. Und ich sollte mal mein Handy nicht auf Vibration stellen. Na dann, alle drei Kristalle schon gefunden. Der eine totschilt sein Leben, der eine ist wie immer am Lernen. Das ist ein ganz schöner Musterschüler. So, Vibrationen ausstellen. Wieder hier sehr professionell am Stissel der Thomas. Ich weiß schon mal, wie wir das ganze Level anstellen müssen. Und zwar müssen wir die Dinger so positionieren, dass man hier irgendwie rübergehen kann. Glaube ich zumindest. Wäre so meine Idee. War da der Kristall drauf? Nope, das heißt, wir müssen weiterlaufen. In der Mitte war ja der Kristall, oder? Da täusche ich mich gerade. Ich meine, ja, jupp, da ist er auch schon. Da müssen wir halt nochmal runtergehen und das Ganze nochmal drehen. Aber ist ja kein Problem. Rüber. Nope. Okay, das dürfen wir trotzdem noch schaffen, oder? Oh Gott, ja. Meine Güte, das kann ja schwer werden. Das kann sehr schwer werden. Okay, jetzt müssen wir die ganze Zeit drehen. Bis wir das Ganze hier schaffen. Nein. Ich will das Ganze nicht normal machen, liebes Spielchen. Komm schon. Lauf, Toad, lauf.
Lauf, Toad, lauf, 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 lauf. Nope, 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 nope. Okay, das, nein, nein, fui, 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 fui. Hier jetzt drauf, nein, da lang. Nein, oh Gott, das Level ist gemein. Oh nein. So langsam fühle ich mich aber dezent verarscht, muss ich schon zugeben. So, wir müssen jetzt hier hinlaufen, um das Ding hier voranzubekommen, ne? Und hier müssen wir... Warum? Ich verstehe das nicht. Okay, wir laufen jetzt da lang. Wir laufen da lang, wir laufen da lang, wir laufen da lang. Oh Gott, nein. Oh nein. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Nein, nein, nein. Oh. Alter, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da hab ich's. Nein! Oh, was ist das denn für eine blöde Mechanik? Sag mal, ist das Spiel behindert? Das Spiel ist dezent. Und ab diesem Moment ist die restliche Aufnahme verloren gegangen. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall sind wir nicht viel weitergekommen. Wir haben den Geheimpilz gefunden. Sehr viele Aufreger waren dabei. Sogar witzige Stellen. Finde ich selber schade, dass das jetzt rausgecuttet werden muss. Deswegen müssen wir jetzt direkt zu den türkischen Geistergalerie, wo ich auch schon drin war. Was mich mega aufgeregt hat, dieses Level. Allein schon wegen den ganzen Buhus, die hier dann im Endeffekt im Level waren. Ah, schade, dass das Ganze jetzt weggegangen ist, die Aufnahme. Aber ich weiß nicht warum. Die Elgato hat einfach mal angefangen, ja, ein bisschen rumzubuggen, beziehungsweise das Vorschaubild war Epilepsie-mäßig. Ich hatte wirklich keine Ahnung warum und auf jeden Fall, ja, war dann die restliche Aufnahme weg. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich meine, wir überspringen ja kein Level, wir überspringen nur ein Secret. Wir haben jetzt im Endeffekt was vergessen. Und zwar, Buhu, geh weg. Den geheimen Goldpilz. Da habt ihr nicht gesehen, wo der sich befindet, aber... Ich hoffe mal für die, die das Spiel spielen, am besten googeln oder irgendwo anders vorbeischauen. Ich weiß nicht, warum diese blöde Aufnahme weggegangen ist. Vor allem der Epic Fail überhaupt ist jetzt nicht auf der Aufnahme drauf. Was ich extrem schade finde, aber kann man leider nichts machen. Wir versuchen mal jetzt die Elgato weiter zu beobachten, damit dieser Bug nicht mehr weiter wiederkommt. Das will ja kein Mensch. So, ich musste kurz nochmal was weckern. Meine Nase war plötzlich am Laufen. Chaosaufnahme pur, obwohl ich sagen muss, dass ich diese Aufnahme spät am Abend mache. Sehr spät sogar. Ja, was heißt sehr spät? 20 nach 10 ist für mich sehr spät. Also in dieser Hinsicht muss ich sagen, bin ich wie ein alter Mann. So nach 10 denke ich mir immer noch so, okay, gucke ich jetzt noch eine Serie, ein, zwei Folgen oder gehe ich jetzt schlafen? Muss ich ehrlich zugeben, andere bleiben irgendwie bis 3, 4 Uhr morgens wach, vor allem in den Ferien, aber ich muss da sagen, ja, nee. Sonst muss ich immer so lange schlafen und verpasse den halben Tag. Und vor allem als YouTuber ist das in mancher Hinsicht echt wichtig. Bitte, Buhu, stirb. Bitte, Buhu, stirb. Das, was wir jetzt auch finden müssen, ist den geheimen Goldpilz. Und dazu sollten wir uns ein bisschen beeilen. Aber nur ein bisschen. Komm schon. Oh Gott, das regt so der Mann. Mach die Kacklampe an. Dankeschön. Boah, echt schlimm. Denn ich habe eine Idee. Okay, ich wusste es. Hier ist der goldene Goldpilz. Der geheime Goldpilz, tut mir leid. Und so, damit hätten wir das Level geschafft. Und ja, Elgato hängt noch nicht, was sehr gut ist. Und wir sollten den Stern einsammeln, nicht? Und das Beste ist ja immer, wenn ich so feiern bin mit anderen Dudes, dann bin ich so immer der Erste, der irgendwie das Bedürfnis hat zu schlafen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin echt nicht der Mensch, der lange wach bleibt. Nein, nicht schon wieder das Level anmachen, das will ich nicht. Ich hasse dieses Level. Ich kann es verfluchen. Es ist megamäßig blöde. Tschüss. Gut, dafür haben wir in der heutigen Folge... Level verlassen. Ja. Dafür haben wir in der heutigen Folge ein paar mehr Level geschafft. Aber hey. Vertrackte Tippsteine. Mal schauen, was das für ein Level wird. Ich denke mal, ich weiß ungefähr, was das für ein Level wird. Und ich muss eine Viertelstunde jetzt aufnehmen, obwohl ich so lieben gerne schon schlafen gehen würde. Oh Gott, ich höre mich alt an. Okay, der erste Kristall ist da. Ich kann mir schon mal einigermaßen vorstellen, was die Spezialaufgabe des Levels sein wird. Okay, das funktioniert schon mal so. Mit den Tippsteinen ist das immer so eine Sache. Man muss hier so ein bisschen schauen, wie man das am besten anstellt. Zweiter Kristall confirmed. Erster Kristall wissen wir, wo er sich befindet. Heißt, wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Hello from the other side. Wir gehen jetzt so... Ne, Moment mal. Wenn wir das machen, ist das nicht gut, oder? Ah, ne, Moment. Nein. Pui, runter.
Frage ist jetzt, wie kommen wir auf die andere Seite? Beziehungsweise, wie kommen wir hier hoch? Moment, Moment, Moment. Nee, doch nicht. Falsch. Okay, irgendwie packen wir das schon. Wir gucken mal, wie wir das hier anstellen werden. Moment, Moment. Ah, okay, hab's kapiert. Hier rein. Und dann kommen wir schon mal auf die andere Seite. Und wenn wir jetzt hier so hochtippen, haben wir schon mal den dritten Kristall. Perfekt. Wo genau sich der Stern hier im Level befindet? Keine Ahnung. Wir improvisieren gleich wie immer. Okidoki. Aber wie kommen wir jetzt dort rüber? Da ist ein Loch. Wie kommen wir dort ins Loch? Moment, ich habe eine Idee. Nee, ich habe doch keine Idee. Doch. Ich habe eine Idee. Yes, nicer, nicer. Nein, Alter, achso, ich dachte schon, wir können hier nicht runterspringen. Wir können hier durch, oder? Jupp. So, alle drei Kristalle. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist irgendwie zum Stern kommen. Aber ich denke mal, das dürfte auch kein Problem sein, wenn man sich einigermaßen hier im Spiel konzentriert. Ja, das ist natürlich ein Wort. Hoch, nein, pfui. Das wollte ich gar nicht, Mann. Wie kommen wir jetzt nochmal darüber? Ich habe schon voll ver... Ach so, okay, ich habe eine Idee. Alles kein Problem. Rüber. Wir machen den. Wir machen den. Aua, das tat mir weh, liebe... Oh Gott. Ja, ich bin hier manchmal echt im Tod. Ganz nahe. Wir machen den hier. Nein, das bringt alles nichts. Aber wie kommen wir jetzt dort rüber? Denk nach. Ach so! Nein, Mann, nein! Oh Gott, das wollte ich nicht. Irgendwie müssen wir da hoch. Bin ich mega inkompetent? Ich glaube schon, ja. Jupp, das bin ich. Egal, wir wissen ja jetzt, wie man hochkommt. Hier, dann gehen wir hier hoch. Wir drücken den blauen Tippstein noch nicht hoch. Tippen beide hoch. Nein, machen den hier. Gucken und dann können wir hier drauf. Ja, das ergibt natürlich Sinn, wenn wir dies hier machen. Und hier nur noch aufpassen, dass wir nicht von den Para... Pünktchen, wie sollen wir das schaffen? Hä? Moment. Ach so, ich dachte schon. Wie genau wir das hier genau schaffen sollten. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Und zum Stern. Piu, das ist eine schwierige Angelegenheit gewesen. Und das Elgato-Bild hängt immer noch nicht. Heißt, die Aufnahme wird diesmal gut gehen. Und ja, Tippsteine nur 6-mal berührt. Das war mir klar, dass so eine Spezialaufgabe hier sein wird. Im Übrigen habe ich irgendwie 6 bis 7 Leben bei dem einen Geisterlevel verloren, was mich megamäßig aufregt. Aber egal, kann man ja natürlich nichts machen. Gut, ich hätte eigentlich denken können, dass da irgendwas schief geht bei der Aufnahme, aber... Psst. Mist, nein, wir machen das Level nochmal. Ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich einen Fehler gemacht habe, aber hey. Wir wollen den Fehler hier mal vertuschen. Jo. Boah, man merkt sowas von, dass ich so müde bin. Und es ist gerade erstmal 22:30, beziehungsweise 10:25. Jo, wir machen den hier, dann machen wir den hier. Dann gehen wir da rein. Nein, wir haben schon einen Fehler gemacht, oder? Hä, wie bin ich denn direkt... Was? Oh, ich voll Idiot. Wir können das Level nochmal neu starten. Okay, wir müssen nachdenken. Nochmal. Drücke A. Okay, ich höre auf. So, jetzt weiß ich, wie wir das Ganze anstellen müssen. Erstmal hier drauf. Dann machen wir den hier. Und dann ist die nächste Mission, dort rüber zu kommen. Einmal haben wir Tippstein berührt. Zweimal haben wir jetzt den Tippstein berührt. So, jetzt drücken wir den blauen hoch. Zweimal haben wir die Tippsteine berührt. Ja. Diese kleinen... Blödiane. Kann mich irgendwie nicht am Leben lassen. 4-mal haben wir jetzt berührt, oder? 4-mal? Ich glaube schon 4-mal. Komm schon. Oh Gott. Gott sei Dank. Diesmal haben wir die Spezialaufgabe wenigstens direkt geschafft. Piu. Ich habe keine Ahnung, was ich mir kommentieren soll.
Das ist der Grund, warum ich um diese Uhrzeit selten aufnehme, weil mir einfach die Themen fehlen. Kunterbuntes Kastenkarussell, das ist ein interessantes Level. Interessantes Levelname, ich schwöre. Ist ein interessanter Levelname. Hört sich so nach, stark nach Kunst an. Ah, das war mir irgendwie klar, dass wir nicht direkt zum Stern kommen. Hä? Ach so, wir müssen das Ganze hier bewegen, indem ich jetzt mit dem Steuerkreuz alles bewege. Alles klar, das ist eine schöne Mechanik. Okay, irgendwie habe ich Probleme mit dieser Mechanik. Im Übrigen habe ich vorhin einen Horrorfilm geschaut, denn ich musste das andere Video, was ich halt gemacht habe, beziehungsweise den ersten Teil, den ihr gesehen habt, mit Movie Maker rendern. Da der Part sonst nicht von meinem Schnittprogramm angenommen wurde, ich weiß nicht warum, und deswegen habe ich mir so gedacht, komm, guck mir irgendeinen Horrorfilm. Dann habe ich im Übrigen Dawn of the Dead geguckt, falls es irgendjemand interessiert. Ja, also, es war irgendwie ein Fehler, den zu schauen, denn der war extrem schlecht. Also, ja, es gab schon Filme, die mich mehr begeistert haben. Nein, wie kommen wir denn darüber, wenn ich fragen darf? Können wir hier durch? Nein. Da ist ein Goldpilz, cool, aber wie kommen wir auf die andere Seite? Nein, fui, fui, fui. Oh Gott, wie habe ich das hier angestellt? Bam, Junge, Skill pur. Nein! Okay, dafür bin ich an dieser Situation gestorben, Mann. Irgendwie muss der Skill ja auch wieder ausgeglichen werden, indem ich irgendwie sterbe. Okay. Wir fallen wieder runter und versuchen irgendwie auf die blaue Seite zu kommen. Irgendwie, wie genau wir das... Wie haben wir es eigentlich vorhin geschafft? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Lell. Ach so, ich weiß wie, ich glaube so. Nein, okay, so haben wir es doch nicht hinbekommen. Ich habe keine Ahnung. Hä? Wie genau habe ich das? Das bleibt mir, glaube ich, ein Rätsel. Guck mal, hier kann man nicht durch. Das stimmt, ja. Dann gehen wir erstmal zu der gelben Seite, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Und gucken, wie wir das hier anstellen. Ach so, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Dann machen wir jetzt den hier und kommen rüber. Fallen hier runter. Das Ding dreht sich so hin. Heißt, wir können schon mal hier rüber gehen. Machen den hier und wir werden wahrscheinlich sterben. Oder nope, wir werden zur roten Seite fallen. Perfekt, jetzt müssen wir nur noch irgendwie in die goldene Mitte kommen. Yes! Yes, nice! Das habe ich schön angestellt, ja. Da kann man mich mal loben. Wir kommen nur aus der roten Seite raus, ne? Jupp, 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 jupp. Heißt, wir müssen nur noch zum Sterniglein kommen. Aber selbst das sollte kein Problem sein für einen echten Skiller wie Thomas. Ah, Gott, 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 Gott. Ich habe nichts gesagt. Alles, was ihr gerade gehört habt, war nur eine Illusion. Nur eine Illusion. So, dann bleiben wir mal hier drin, denn dann müssten wir eigentlich direkt zum Stern kommen, wenn wir keinen Fehler machen, oder? Ist ein extrem kurzes Level, aber ein Level, wo man mehr nachdenken muss, wie zum Beispiel hier. Fertig. Okay, mal schauen, was die Spezialaufgabe hier sein wird. Ich habe wirklich null Ahnung, aber ich bin gespannt. Vielleicht sammle 600 Milliarden Münzen, oder? Goldpilz, genau, da war ja noch irgendwo ein Goldpilz. Warum müssen wir nur noch Goldpilze einsammeln? Nice. Da können wir Münzen sammeln. Hier ein Goldpilz. Nee. Hier ein Goldpilz. Hier ein Goldpilz. Okay. So oft war das auch nicht da, aber trotzdem. Wir gehen erstmal noch mehr Mumienschanz dort hinein. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Dann dürften die um die 20 Minuten gehen. Und der Onkel Thomas, natürlich der Opa Thomas, beziehungsweise Papa Thomas, hat sich nochmal dazu gezwungen, um 10:30 aufzunehmen. Damit ihr morgen pünktlich die Folge seht. Wir holen uns hier alle Münzen. Die Shy Guys sind kein Problem. Doch, die sind ein großes Problem sogar. Und ja. Oh Gott, mein Auge juckt. Beziehungsweise meine Nase. Und warum denke ich... Ja. Hört, hört. Thomas denkt, dass sein Auge eine Nase wäre. Nicer, nicer. Münzen sammeln, 30 Sekunden haben wir noch. Am besten, wir gehen da lang, um wieder einen abzusammeln, damit wir die 40er-Marke haben. Die 40er-Marke sieht schön aus und deswegen... Jo, haben wir die 40er-Marke. So, 371 Münzen haben wir schon mal. Komm schon, 400 packen wir irgendwie. Da war ein Pilz, da war ein Pilz, da war ein Pilz.
schon, komm schon. Ist da oben wieder dieses Teleportierding? Wenn ja, wunderschön. Hoffentlich bekommen wir irgendwie... Komm, 500, 500 packen wir, 500. Yes, 500 jetzt gepackt. Nein, jetzt aber, nicer, nicer. Boah, 500 Münzen, das wird 500 Ups geben, wie genial... 500 Ups vor allem. 5 Ups geben, wie genial ist das denn? Dann haben wir wieder 45 Ups, 43, lel, als ob. Es ist eindeutig zu spät momentan. So, das war's mit der heutigen Folge Captain Toad Treasure Tracker. Und die sehe ich in der nächsten Folge. Bye, bye.